Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play Pokémon Feuerrot. Lange nicht mehr gespielt. Müsste schon Monat her sein, glaube ich. Leider nicht so viel Zeit gehabt, aber jetzt geht's eigentlich. Und danach wird Battlefield 4 rauskommen, spielbar sein wird. Muss ich mich noch ein bisschen ablenken. Eben schon auf 4 gespielt. Und von der Gruselaufnahme jetzt in die Weichei-Aufnahme, könnte man sagen. Da Pokémon noch nicht gruselig ist. Und unser Kicker ist immer noch, naja, recht stark, kann man sagen, aber. Wie man Y, wer Y gespielt hat. Dieses Pikachu nicht stark. Da hatte man im zweiten Orden schon fast den Obak. Naja, aber das habe ich beim ersten Mal. Das probiere ich meistens, dass ich bei den zweiten Orden fast die letzte Entwicklung habe. Aufgrund hohen Trainings. Bei X und Y gibt es ja echt diese neue Gefühlpfeile, der gar nicht so neu ist. Denn die gab es in den allerersten Editionen schon, wo jedes Pokémon EP dazu bekommt. Eigentlich eine gute Trainingsmethode, denn ich habe mein Kette nur mit Mander und meinem Anfangs-Pokémon gekämpft im Spiel und alle anderen sind gleichzeitig mit Pokémon geschossen. Aber ich muss sagen, das neue Spiel macht Spaß. Diese Mega-Entwicklung, ja, schon was. Aber jetzt sind wir hier bei Feuerrot und da gibt es sowas nicht. Irgendwie schade. Aber man kann ja nicht alles haben. So, Pikachu, dann zeig mal, was du kannst mit dieses Rad. Machen wir es platt. Jetzt! Ich hätte vielleicht Mega-Hit machen sollen. Nee, das ist eine normale Attacke. Warum ist Mega Hit eine normale Attacke? Keine Kampfattacke. Irgendwie unlogisch. Und Pika erreicht Level 16. Das ist ein Toll und ein Habitat. Oder Pikachu ja noch besser. So, dann zeig mal, was du kannst mit Donnerwelle. Jetzt! Was soll denn das? Das hätte tot sein müssen. Finde ich gar nicht cool. Und dann noch einmal ruckzuckig und dann bist du tot. Eine richtige Entspannung gegenüber diesen komischen Froschmenschen, Menschen. Die sind ja mal richtig pervers bei Quarantin. Vor allem, wenn die eigentlich durchlassen. So, ein Onyx gegen Pika. Irgendwie nicht so deutlich flüchten. Oh, die ist auch erst Level 20. Das könnte ein harter Kampf werden. Besonders wenn dieses blöde Chi nicht trifft. Gerade Videos schneidet und durchgeht. Natürlich geht es nicht mit einem Emulator an, jetzt kann ich es nicht aufnehmen. Aber ich glaube, das habe ich schon mal erwähnt. Ja, und das ist dann halt eins der wenigen Spiele, das nicht ruckelt beim Videoschneiden oder hoch. Besonders wenn man nur 720p aufnimmt.
mein Flegmon. Los, Pika. Mach es fertig. Mit dem Donnerschock. Wie jetzt? Das ist ein Wasser-Pokémon. Das macht doch krass. Ach nö. Dann habe ich ja in der Arena gar keine Chance, wenn ich gegen so ein lasches Flegmon nicht mal gewinne. Mit einer Attacke. Obwohl die Paralyse könnte noch helfen in der Arena. Hoffe ich doch so. Mindestens. Jetzt ist er doch noch verwirrt. Oh nein, zwei Tränke, was soll denn das? Das sind die Hypertränke. Nee, es kommt zwei Nord, scheiße. Man sollte überlegen, bevor man springt. Und Pikachu hat es doch noch geschafft. Naja, aber sehr. So, aber ich glaube, das war genug Pikachu-Training. Mein Freund ist cool, aber das ist dein Freund. Nidoran. Dagegen setzt sich Pikachu ein. Mega Hieb! Alter, dieses Pikachu muss blind sein. Haha. Penne. Au. Dann muss ich wohl oder übel Blumen da einsetzen. Ah ne, Pikachu. Aus dem ganzen Blumen. Der Name plus Köln, ja? Oh, ich werde wieder. Ich darf nicht schlafen. Ich muss nachher. Noch Battlefield 4 aufnehmen. Hoffentlich lohnt sich das Spiel überhaupt. Und wann bin ich und das Geld mir sonst zum Fenster rausgeschmissen? Das wäre nicht so schön. Picknickerus wurde besiegt. So, jetzt reicht's aber, jetzt kommt hier nicht mehr Pikachu. Jetzt kommt Blumi nach vorne. Und Blumi bekommt den letzten Trank. Ich bin auf dem Weg zu einem Pokémon-Sammler. Ja, ich auch. Das meinst du, warum ich hier bin? Nicht um gegen dich zu kämpfen. Bei Nero-Blätter. Oh, ein Kleinstein. Kleinstein, Kleinstein, Kleinstein. Metallklaue, Kleinstein, Kohl. Und wie du bist. Ist ja nicht so cool. Wieso ist das in einer Attacke tot? Ich bin 8 Level höher, ja. Metallklaue ist effektiv. Das müsste tot sein, aber nein. Tetsu hat keinen Angriff, der hochgeliebt ist. Schwaches, hässliches, komisches Stein den Kaffee zu kratzen. Los, Blumen, Metallklaue! Ach, das kriegt es mit einer Attacke. Naja, gut, der Angriff steigt ja auch nicht. Und jetzt kommt einfach Hallo, jetzt wo mein Angriff hoch genug ist. Ich muss ja eine Spezialattacke einsetzen. Ne? Wenn das jetzt nicht platt ist. Ich wollte gerade sagen, dass ich das kriege, aber das spare ich mir. Machallo wurde besiegt und Blumi erreicht Level 22. Nur noch 14 Level und wir besitzen einen Lurak, aber das kann ein bisschen dauern und das hier ist ein einfacher Trick, an den Pokéball zu kommen. Kann ich noch dran hin?
Zufall war. Ich hätte gewartet, bis ich die Attacke verschneide. Oh, kein Ding. Retter. Jetzt hab ich Angst. Eine Schlange. Schlange stirbt. Oh, wow, was ist denn eine Schlange? Kämpfer Heinz wurde besiegt in Level 280 und besiegt was hier. Was ist das? Geheimpower! Da bringt sie nicht viel die Attacke. Auf Rubin Saphir und Smaragd ist die cool, da kann man damit seinen Geheimbasen einpicken. Hey, ich will kämpfen. Ich wusste, dass wir miteinander kämpfen werden. Ja, woher denn? Kannst du in die Zukunft gucken, kleiner Knirps? Du bist doch mal ein Teenager. Du kannst nichts dergleichen. Wahrscheinlich besitzt du nicht einmal einen Ohren. Du kommst wahrscheinlich aus Australia City. Oder Haustier und Bären. Ohne Ohren. Mit deinen schwächlichen Elementaren kannst du doch kein Alex besiegen. Das schafft mich mal, mich zu vergiften. Kratzer also. Und Fittich. Hm, Sandalen. Was kann man gegen Sandalen nicht machen? Blut natürlich. Soll das nicht effektiv sein? Bürste. Damit hat sich die Sache aufgeklärt. Sandan wurde besiegt. Er wusste, dass er verlieren würde, natürlich. Sag mir nicht, dass du auch noch... Meine Freundin hat so ein süßes Pokémon. Ich bin voll beneidet. Dann glaube ich das doch. Nein, nein, das macht man. Ja gut, wer mit einem Grasbüschel rumläuft, der kann auch nichts anderes erwarten, dass die Freundin ein süßes Pokémon hat. Also manche Leute muss man nicht verstehen. In der Zeit, wo Pikachu nicht mal ein Level erreicht, oder ein Level, erreicht ein Jutsu hier 2. Dann ist sogar mehr. Na gut, jetzt kämpfe ich auch mehr mit dem Jutsu. Pikachu hat ja auch fast ein Level. Ich hätte gegen Tauxi kämpfen können. Das passiert, wenn man nicht nutzt. Wehe, frustriert. Noch ein Mirab, ja. Warum? So, jetzt kommen wir zu Bill, der in jedem Pokémon-Spiel erwähnt wird. Und auf Herd, Gold, Soul, Silver und ich... Kristall nicht. Da ist hier natürlich ein wunderbares Ereignis, wo man Suicune fangen kann. Aber Bill ist ja gar nicht da. Was machen wir denn jetzt? Na, vielleicht kann uns dieses Pikli ja weiterhelfen. Hallo, ich bin ein Pokémon. Spaß beiseite, ich bin keines. Nenn mich einfach Bill. Ich bin ein waschechter Pokémaniac. Glaubst du mir nicht? Mir ist ein Experiment missglückt, da wir wurden meine Zellen mit denen eines Pokémon kombiniert. Wie sieht es aus? Hilfst du mir? Na klar doch. Ich gehe in den Teleporter und du startest von meinem PC aus das Zellteilungsprogramm. Tja, da hat Bill sich wohl in ein Pokémon verwandelt. Dragon hat den Zellseparator in Gang gesetzt. Ja, laufen Sie bitte nicht zu mir. Klasse, danke Kumpel, du hast bei mir etwas gut. Bist du hier, um mir meine Pokémon zu haben? Nein, das ist schade. Wie kann ich dir nur danken? Na, einfach das hier. Dragon erhält das Bootsticket. Das wird uns noch wichtig sein, genau dafür, was er gerade sagt. Natürlich, um auf die MSN zu kommen.
es radikal von unseren Rivalen zu töten, ist ein schöner Spieltipp stand. Weil nach diesem Kampf auf der MSN ist radikal verschwunden. Oh. Weg, aus seinem Team raus. Na gut, wer geht auch mit einem Radikal in die Pokémon-Liga? So, ich würde sagen, wir gehen jetzt heilen und machen uns dann auf den Weg in den Pokémon-Supermarkt. Und dann auf den Weg in die Arena. Das klingt für mich nach einem plausiblen Plan. Ich werde jetzt für den Orden tatsächlich die Pikachu wieder nach vorne machen. Obwohl Taubsi auch. Nein, Taubsi gegen Misty ist schlecht. Wer ist in den Supermarkt? Hey, krieg ich hier nicht. War hier nicht ganz weg. Ja, natürlich, 1 Million für ein Fahrrad. Du Penner, ich will ein Fahrrad. Krieg ich ja nicht hier unten Beton für? Ich glaube, den Ansturm kann ja bloß rumfahren und Werbung machen, aber ich glaube, hier war das ein bisschen anders. Kann ich dir behilflich sein? Ja, du Penner, du kannst doch mal rasch 10 Supertränke verkaufen. Mit Pleitemann. So, und jetzt betreten sie die Arena von Azuria City. Endlich, nach langer Zeit. Müsst ihr die erkämpften Wasser-Pokémon? Du kannst... Ja, das weiß ich doch natürlich. Ich bin dein erster Gegner. Und ich werde dich im Grund und Boden stampfen, mein Freund. Guck dich an, du Spack. Hast du ein kleines Winterkonstant? Guck mal, ich habe hier ein kleines Pikachu, das einen Donnerschock macht und dich damit wegwurst. Wie sage ich dir? Jetzt kommt ein Musha. Und im Prinzip werde ich jetzt die Taubsi einsetzen, weil ich das bald entwickeln will, nämlich auf Level 18. Ja, ich glaube, aber Taubsi kann mit den Mushas nicht allzu viel. So, guck dich mal. Nein, Musha hat noch was geschafft. Jetzt geht es Taubsi, das kann man alles sperren. Das muss ja nicht so gut sein. Zweimal getroffen, macht er denn nicht mehr? Gut, dann muss ich doch Pika einsetzen. Ich hätte gedacht, halt, die können mir ein bisschen helfen, aber nein. Taubsi ist leider zu schlecht für eine Wasser-Arena. Ich wünsche mir einen Taubers hätte. Also, man kann sie auch nochmal trainieren, kann sich trainieren, weil klar. Das darf nicht der Fall sein. Ich bin ein kleiner Loser. Oh. Und natürlich stellen wir uns aus Prinzip vor, Misty, um noch gegen diese Trainerin zu kämpfen. Ihr meint, dass Misty sich nicht mit uns abgeben muss, aber ich werde ihr das Ding hier zeigen. Denn sie hat bloß einen kleinen Goldfisch, ein kleines Goldin. Oh, wie süß. Los, Pikachu, Donnerschock, dann mach es. Hoffen wir. Natürlich nicht, also. Super. Ich werde Pikachu so blöd und verletzt sich nicht selber. Ich habe nie an Pikachu gezweifelt, also. Damit wäre der Kampf auch erledigt. Und die EP in so einer Arena sind einfach nur göttlich. Natürlich werde ich vom Mist speichern. So, und dann würde ich sagen, los. Du musst neu sein, ich habe dich noch nie gesehen. Wenn ein Trainer zum Profi werden möchte, muss er sich eine Pokémon-Taktik erarbeiten. Auf welche Weise fängst du deine Pokémon? Meine Strategie basiert auf den gnadenlosen offensiven Angriff von Wasser-Pokémon. Donnerschock. Oh ja, das ist gut.
irgendwas, wenn du jetzt Mega-Hit einsetzt, aber ich setze nochmal deine Schatten ein. Und dann ist das Schwert gebumst. Aber das Schwere kommt jetzt erst, nämlich Stami, die Entwicklung von Stami. Und die hat mir früher immer das Leben schwer gemacht. Als früher die Union Pikachu das so stark war. Da sieht man nämlich, warum Stami eigentlich wirklich schwer macht. Und natürlich, jetzt in diesem Augenblick muss ich Pikachu selber verletzen. Los, wir haben ein Belebe. Also werde ich aber sicher nicht auf Pikachu einsetzen. Oder vielleicht doch. Wir sind gefiegt, würde ich sagen. Danke, dann hätte ich auch nichts gebraucht, dann hätte ich auch mal ein paar Leute müssen sein. Das wäre bei mir echt schon scheiße. Oh Gott! Wir sind gebunden. Dragon hat kein einziges Pokémon mehr. Er fällt in Oma. Naja gut, Leute, ich würde dann sagen, ich beende hier einfach mal die Aufnahme, ohne zu speichern. Werde dann nächstes Mal wahrscheinlich vor Misty stehen mit ein paar trainierten Pokémon. Vielleicht auch nicht, vielleicht vergesse ich das bis dahin auch wieder. Aber natürlich bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen und hoffe, ihr schaltet auch nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Let's Play Pokémon Feuerrot. Also haut rein, Leute. Ciao.